So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Topspin 2K25. Mike Minga erstmalig bei den BMW Open dabei. Ich habe es auch ins Finale geschafft, habe dabei zwei vom Niveau recht unterschiedliche Gegner tatsächlich gehabt und bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber das ist immer Blatt Papier, denn Schwierigkeitsgrad hoch finde ich an sich schon relativ interessant. Muss mal sehen, inwieweit ich das dann vielleicht irgendwann auch nochmal wieder hochstelle, bin mittlerweile selber auf Stufe 20, wie ihr seht, und wir geben uns jetzt gemeinsam das Finale der BMW München in Open, der BMW Open in München natürlich, und ich als Lokalmatador, kann man ja schon fast sagen, Mike Minga aus München hier mit einem prestigeträchtigen Duell. Und ich bin hier auf Rasen im Finale und versuche natürlich entsprechend das Match auch zu gewinnen. Wir sehen jetzt hier die Protagonisten, wie sie sich so langsam aber sicher ein bisschen einspielen. Und Mike Minga schlägt zuerst im Finale auf. Das sollte schon mal der erste Punkt sein. Oh. Ja. Okay. Oh. Da hätte er mich fast ausgeplayt am Netz. Oh, der kam gut. Den Punkt muss ich machen. Jawohl. Ja, ich habe auch ein bisschen an diesen Aufschlägen gearbeitet. Ah, okay, das mit der Cursor im letzten Moment verrutscht. Ah, schöner Slideball. Ah. Jetzt bin ich in der Defense. Oh, den habe ich gut. Ja, ah, den Punkt hat er sich auch verdient. Da wirkte ich eben tatsächlich ein bisschen konzeptlos, muss ich sagen. Auch konzeptlos. Was ist los? Ja. Das war wichtig. 1-0 im ersten Satz. Mike Minga. Ah, gegen die Laufrichtung hat er gut gemacht. Ah, das war überhaupt kein Rhythmus. Der war schlecht. Der war vom Gegner schlecht. Ja. Ja, sehr schön. Im taktisch guten Moment ans Netz gerückt. Der war gut. Oh. Den verzieht der Gegner. Oh. Ja, schön getroffen. Sehr schön. Na, schade. Schade. Gucken, dass ich mir jetzt eine Breakchance hole. Das ist schon mal gut. Second Serve. Na, kein gutes Timing jetzt. Na, was ist denn los jetzt? Ja! 1540. Guten Moment abgewartet. Breakpoint.
Der wäre natürlich wichtig. Oh. Glück gehabt. Boah, das hat der Gegner leichtfertig verspielt, diesen Punkt. Ja, sehr gut gemacht. Oh, der war stark. Ja. Oh. Na, den kriegt er nicht mehr. Schön gemacht. Oh, stark gespielt. Gegen die Laufrichtung. Kompliment an den Gegner. Schöner Punkt. Ja. Sehr schön. Satzball. Ja. Das war, würde ich sagen, souveräner erster Satz. 12 zu 4 Punkte. Breakpoints, eine Möglichkeit, die genutzt. Und das riecht nach dem ersten Sieg in dem BMW Open. Und ich glaube, es ist auch meine erste Teilnahme. Oh, der war stark. Ja, schön gespielt. Ja, stark gespielt vom Gegner. Schöner Punkt. Ah, wenn der rüberkommt, habe ich ein Problem, weil den Volley hätte ich wahrscheinlich aufgrund der Schärfe nicht mehr kontrollieren können. Stark! 30 beide. Ja, verzogen. Second Surf. Na, ja, vielleicht. Juice mit einem Doppelfehler. Nee. Oh. Okay. Na, jetzt machen wir natürlich einen Safen. Na, schon ein bisschen Glück gehabt. Ja! Stark! Ich dachte, den haue ich ins Netz. Da war das Timing nicht 100%. Muss ein bisschen auf Ausdauer jetzt gucken. Schöner Ballwechsel übrigens. Ja! Sehr gut.
Mike Minger hat jetzt ein bisschen mit der Ausdauer zu kämpfen. Oh. Schöne Ballwechsel jetzt. Und da ist natürlich der Ball. Gemacht. Da gibt er mir den Punkt. Feld ist offen. 1-1, zweiter Satz. Ja. Na. Ein Stück zu spät rangerückt. Ah, der hat eine gute Vorhand. Ah, schade. Schade. Da schwimme ich ein bisschen jetzt hier im zweiten Satz, muss ich sagen. Ja. Schöner Punkt. Könnte ein Schlüsselaufschlagspiel sein. Ah! 40-15. Glück gehabt. 40-30. Ja! Bisschen Glück, dass er den Ei noch einfach nicht an mir vorbeikriegt und auch keinen Lob macht. 40 beide. Ja! Also das war natürlich Luck. Bin ich ja selbst erstaunt. Ja! Starker Punkt, Mike Minga. Den ganzen Körper reingelehnt in diese Vorhand. Starkes Ding. Starkes Ding. Starkes Ding. Oh, der war nicht schlecht. Aber jetzt werde ich natürlich nicht pokern. Ja, was für ein schöner Punkt. Mike Minga. Ja, da kommt er nicht mehr ran. So möchte ich das sehen. Ja, sehr schön. Mike Minga, drei Matchbälle, auf geht's. Ja, schade. Ja, fantastisch. 3-0, 3-1. Natürlich ist mir bewusst, dass es ein TS250-Turnier ist.
bei den anderen TS 500er und den anderen, die danach noch eine höhere Schwierigkeit haben, jetzt vom Teilnehmerfeld, auch von Niveau des Gegners. Natürlich ist mir das bewusst, aber ich wollte unbedingt den Titel in München mir mal holen. Und das ist mir gelungen hier bei den BMW Open. Und ich finde, ein schönes Finale. Es waren ein paar sehr schöne Ballwechsel dabei. Und dann werden wir uns gleich noch die Zeremonie geben. Das genießen wir natürlich hier. Wirklich schön. Ein paar schöne Eindrücke hier. Und das Publikum, Standing Ovations in München. Ein, wie ich finde, schönes Finale. Schauen wir nochmal auf die Stats. Gute Prozente beim Aufschlag, beim ersten Aufschlag. Das ist mir immer ganz wichtig. Keine Doppelfehler, Unforced Errors. Ja, hat jeder so 6. Aber der Schlüssel sicherlich meine beiden gewonnenen Breaks jeweils, die im ersten Satz dann für ein 3-0 gereicht haben. Beim zweiten für ein 3-1. Sehr schön. Wir nehmen natürlich hier XP mit. Ich habe, glaube ich, auch ein 25er-Ticket mit 25% noch gesetzt gehabt. Hier könnt ihr mal einen Blick auf meinen aktuellen Trainer werfen, den ich aktuell habe. Spiele Kontrollbälle mit perfektem Timing. Ja, da könnte ich vielleicht nochmal ran. Beende Matches, bei denen du mindestens einen Ausrüstungsteil der Marke Qualis trägst. Ja, bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das aktuell. Muss jetzt bloß noch 3 Matches machen. Dann habe ich das auch und ja, hier könnt ihr es mal sehen. So tägliche Challenges, wöchentliche und so weiter. Center Court Pass bin ich durch. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe ihn neulich beim Training getroffen und er hat mir gesagt, dass er sich in letzter Zeit nicht so gut fühle. Es klingt, als hätte er sich zu sehr angestrengt und sich dabei verletzt. Vielleicht sollte er es langsamer angehen lassen. Stimmt. Wenn man ehrgeizig ist, nimmt man nicht gerne eine Auszeit. Aber trotz Verletzung zu spielen, kann alles noch schlimmer machen. Letzten Endes ist es seine Entscheidung. Er kann trotz allem weiterspielen, wenn er das will. Aber sein Spiel könnte darunter leiden. Wie ihr seht, war es das Halbfinale. Ich habe es jetzt nicht auf der Uhr gehabt, bin ich auch ehrlich. Muss ich jetzt selber nochmal schauen. Okay, das ist das Halbfinale. Und tja, ob ich das jetzt dann hier mit 1% Gesundheit spiele, das ist die Frage. Ihr werdet es in der nächsten Folge sehen. Und finde, war auf jeden Fall eine schöne Folge. Und ich werde euch dann in der nächsten Folge aufklären. Entweder mit dem Finalspiel selber oder ich skippe das jetzt zugunsten meiner Gesundheit. Das werde ich sehen. Und dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.